Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor. Und ich freue mich, dass der Referent heute, Julian Bönig, wieder für uns Zeit und Lust gefunden hat. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute Abend bei dem schönen Wetter live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich jetzt übergebe, den Bildschirm übergebe, müssen wir natürlich trotzdem einmal kurz über den Risikohinweis sprechen, denn das ändert sich nicht. Dieses Webinar dient ausschließlich nur zu Informations- und Schulungszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Und falls Sie sich die Aufzeichnung gerade anschauen, können Sie natürlich an der Stelle pausieren. Okay, dann, lieber Julian, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Gerne, Erfolg gerne. und viel Spaß und ich bin sehr gespannt. Supi, so, dann einmal der obligatorische, die Word-Folie. Jetzt siehst du die richtige Folie, richtig? Richtig, ja. Perfekt, dann übernehme ich an der Stelle und leg mal los. Ja, erstmal vielen lieben Dank, Nelson, für die Einleitung. Herzliches Willkommen natürlich auch von meiner Seite. Und ich würde sagen, ja, wir schnacken gar nicht lange, sondern legen direkt los. Mit der Einkommensstrategie, sorry, mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor ist weiterhin das Thema. Wir werden uns heute ja verschiedenen inhaltlichen Themen widmen. Wir haben aber auch natürlich wieder Praxisbezug mit dabei und eine kleine Wiederholung sollte in dem Zusammenhang natürlich auch nicht fehlen. Hinten raus wie immer gerne Fragen, deshalb auch ja nicht wundern, wenn ich jetzt zwischenzeitlich sozusagen den Chat nicht verfolge. Gerne Fragen immer reinschreiben. Ich werde dann am Ende darauf nochmal zurückkommen. Nur dass Sie sich nicht wundern, dass ich jetzt zwischen dem Vortrag sozusagen da jetzt erstmal nicht drauf reagiere. Ansonsten weitere Themen sind geplant. Im Mai pausieren wir sozusagen einmal, dann geht es weiter am 22.06., 24.08. und 28.09. sind die bis jetzt geplanten Termine. Vielleicht ja, zwei, drei Worte zu mir und meiner Person für die Leute, die mich noch nicht kennen oder auch an alle, die sich dann im Nachgang auf YouTube die Aufzeichnung anschauen. Damit man weiß, wer hier eigentlich spricht. Also Nelson hat das ja schon so nett gesagt. Wie gesagt, ich bin Julian, ich bin begeisterter Börsianer seit 2010, ja, über eine Dekade. Ich erschrecke mich immer wieder, wenn ich das sage, aber es ist tatsächlich so über eine Dekade mittlerweile an der Börse aktiv. Ich bin ja über das, ja, über mein Studium auf die Börse aufmerksam geworden, habe damals Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzen studiert, befinde mich aktuell in meiner Promotionszeit. Und ja, habe also sozusagen so einen sehr akademischen Hintergrund, wie ich auch an die Börse herangetreten bin und habe dann sehr schnell gemerkt, dass das eigentlich wenig bis gar keinen Bezug für uns Privatanleger mit sich bringt, das, was man da gelernt hat. Dementsprechend bin ich auf die Suche gegangen, habe geschaut, wie kann ich mich ja selber in dem Bereich weiterbilden. Habe dann sehr viel gelernt, viel auch Autodidakt, viel mich mit anderen Börsianern ausgetauscht. Während des Studiums noch viel Zeit gehabt, auch aktiv zu handeln, viel getradet. Und dann irgendwann mal, ich sag mal so nach ein, zwei Jahren, mal darüber nachgedacht, was ich eigentlich so den ganzen Tag mache und dann festgestellt, dass ich viel Zeit vor dem Bildschirm verbringe und dann den Entschluss getroffen, dass eigentlich, warum ich ja mal angefangen habe, die Idee war sozusagen salopp gesagt, das Geld für sich arbeiten zu lassen und habe dann geschaut, wie kann ich das umsetzen, habe mich dann von dem aktiven Trading, sage ich mal, wegentwickelt hin zum Investor, ja, bin da viel in die Richtung von Warren Buffett, Benjamin Graham, Value Investing gekommen und dann irgendwann davon schlussendlich meine Nische gefunden, nämlich das einkommensorientierte Investieren. Worum geht's da? Es soll darum gehen, dass man halt ja erstmal nicht den Portfoliowert, also die Höhe seines eigenen Portfolios in erster Linie versucht nach oben zu bringen, sondern vielmehr darauf achtet, dass man sich ein kontinuierliches Einkommen über die Börse erarbeitet. Das heißt, mein Ziel ist nach wie vor, sage ich mal, die Einkommensmaximierung, also das, was ich an Cashflow über die Börse erziele monatlich, dass ich dabei natürlich auch zum Teil darauf achte, dass mein Depotwert steigt, um dann später ein Stück weit auch umzuschichten, wenn wir heute aber noch darauf zu sprechen kommen.
Das geht sozusagen Hand in Hand. Ansonsten ja, gebe ich mein Wissen weiter auf meiner Webseite einkommen-investor.de und natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal Einkommensinvestor, den Sie hier auch nochmal finden. Sie sind herzlich eingeladen. Ich freue mich immer über jeden, der mir da ein kleines Abo dalässt, damit Sie auch immer auf den neuesten Stand bleiben, die neuesten und aktuellsten Videos sehen können. Die veröffentliche ich zweimal die Woche, kommt da neuer Content und auch da immer gern kommentieren, Fragen stellen. Und dann werde ich schauen, dass ich diese natürlich auch im Rahmen der künftigen Videos oder auch hier der Webinare bei FX Flat natürlich gern auch mit aufnehme und entsprechend beantworte. Ansonsten gern auch das Kontaktformular auf der Webseite nutzen, falls hier Fragen im Nachgang sein sollten, die sich vielleicht die Aufzeichnung anschauen und merken, okay, da hätte ich vielleicht gern noch eine Frage zu gehabt. Dann wie gesagt, nicht scheuen, sondern hier mich auf den entsprechenden Wegen gerne kontaktieren. Ansonsten hier auch nochmal mein Risikohinweis. Den würde ich sagen, gehe ich nicht nochmal durch. Nelson hat das sehr schön vorweg schon gesagt. Dem schließe ich mich einfach schweigend an, stimme dem zu und genau das Ganze gilt natürlich auch für meine Seite. Ja, wenn man schon das ein oder andere Webinar oder Vortrag mit mir gesehen hat, dann weiß man, ich bin ein großer Freund von Zitaten. Ich finde, Zitate schaffen es, sehr häufig komplizierte Sachverhalte oder auch sehr tiefgründige Sachverhalte in kurzen Worten, kurzen Sätzen herunterzubrechen, die zum Teil sehr viel Tiefgang mit sich bringen. Und so habe ich heute ein Zitat von dem guten André Costolani mitgebracht. Ich denke, da sollte jedem ein Begriff sein, der mal gesagt hat, das Wenige, was ich über Wirtschaft und Finanzen weiß, habe ich nicht an den Universitäten oder aus Fachbüchern, sondern im Dschungel gelernt. Bestimmt habe ich mehr Schulgeld bezahlt, als es mich in Harvard gekostet hätte. Ja, das ist sozusagen, und ich möchte mich in keinster Weise irgendwie mit dem Costolani vergleichen, sondern einfach nur den Ansatz seiner Gedanken, die ich auch zu Beginn, glaube ich, so ein bisschen versucht habe zu erläutern. Vieles, was man an Universitäten oder aus Fachbüchern mitnimmt, hilft einem dann doch wenig, wenn es dann wirklich in die absolute Praxis geht. Und da muss man, glaube ich, teilweise auch ein Stück weit sein eigenes Lehrgeld zahlen oder aber man lässt sich entsprechend betreuen und ausbilden. Diese Möglichkeit gibt es natürlich auch. Nichtsdestotrotz, zumindest ist das meine Erfahrung, selbst wenn man jemanden hat, der über die Schulter schaut, was ich ja auch in meinem Betreuungsprogramm anbiete, ist es immer so, dass man schlussendlich irgendwann seine eigenen Entscheidungen treffen muss und ja einfach auch in dieses Fahrwasser sich begeben muss und hier auch einfach bereit sein muss, sage ich mal, dieses Schulgeld zu zahlen, denn darauf folgt in der Regel dann auch der Erfolg. Ja, das soll es so zu der Einleitung gewesen sein. Ich würde sagen, Großen und Ganzen hatte ich das zu Beginn schon gesagt, worum es heute geht. Wie gesagt, kurze Einleitung. Content-Themen rund um die Dividendenstrategie, also heute ein bisschen weniger theoretisch, sondern ein bisschen mehr ja, praxisnahe Anwendung. Und zu guter Letzt natürlich habe ich auch wieder ja, zwei Unternehmen mitgebracht, die wir uns einmal zusammen anschauen und verweise da dann auch nochmal auf eine Reihe, die ich aktuell starte oder vielmehr, die aktuell schon läuft, wo man sich, sage ich mal, diese Unternehmen dann auch nochmal in dem Detail anschauen kann. So. Worüber haben wir letztes Mal gesprochen? Was haben wir die letzten Male uns so angeschaut? Wir haben viel über unternehmerische Sonderformen gesprochen. Unternehmerische Sonderformen sind sozusagen ja, Gesellschaften, die man an der Börse oder die an der Börse gehandelt werden, aber die nicht unbedingt nur dem Aktiengesetz unterliegen, sondern auch entsprechend eine eigene Gesetzgebung haben und dementsprechend ja, bestimmte Kriterien auf diese unternehmerischen Sonderformen vielleicht nicht zutreffen und wiederum andere Kriterien ganz besonders auf diese Unternehmen zutreffen. Wir haben uns aktuell zwei Formen gewidmet. Wir haben uns einmal den BDCs, den Business Development Companies, gewidmet. Über die sprechen wir gleich nochmal ganz kurz als Wiederholung. Und wir haben uns über die REITs unterhalten, die sogenannten Real Estate Investment Trusts. Was das Besondere, ganz allgemein gesprochen, bei diesen unternehmerischen Sonderformen, es geht darum, dass wir hier steuerliche Vorteile genießen können. Ganz wichtig, ich bin kein Steuerberater, das ist auch keine Steuerberatung, aber es ist so, dass man nennt das Ganze Pass-Through-Entity. Das bedeutet, dass sozusagen von Unternehmensebene weg mehr Geld bei dem Aktionär oder bei dem Investor ankommt, weil einfach auf Unternehmensebene weniger besteuert wird. Wir logischerweise aber auf unserer privaten Ebene natürlich hier in Deutschland Kapitalertragssteuer zahlen müssen, sofern wir eine Privatperson sind, sowie auch den Soli und die Kirchensteuer. Und das kann aber durchaus eine interessante Anlagemöglichkeit sein, denn
Wie gesagt, Unternehmensgewinne werden halt kaum bis gar nicht besteuert. Dementsprechend ist es dem Unternehmen möglich und so sind die in der Regel auch strukturiert und aufgebaut. Warum das so ist, werden wir nachher nochmal drüber sprechen, dass halt der Bruttogewinn viel mehr ausgeschüttet werden kann und nicht der Nettogewinn. Ja, und dementsprechend ist es natürlich so, dass wenn der Bruttogewinn ausgeschüttet werden kann, schlussendlich auch mehr an den Investor durchgereicht werden kann. Ich habe da letztes Mal so ein bisschen von der sogenannten in Häkchen Doppelbesteuerung gesprochen, wohl wissend, dass das nicht den Terminus genau widerspiegelt, aber ich wollte darauf hinweisen, dass man sagt, okay, der Gewinn wird erstmal auf Unternehmensebene besteuert, dann wird er auf unserer Ebene auch nochmal besteuert. Das meine ich also mit einer zweifachen Besteuerung. Wohingegen, wenn man sich mit unternehmerischen Sonderformen befasst, man lernt oder man schnell mitbekommt, dass halt auf Unternehmensebene kaum besteuert wird und man sozusagen nur einmal besteuern muss, dann, wenn das Geld an einen privat ausgeschüttet wird. Ja, Business Development Companies, kurz BDCs, was sind das für Firmen? Im Großen und Ganzen sind das börsennotierte Beteiligungs- und Sanierungsgesellschaften, vornehmlich aus den USA. Es geht halt darum, für Eigen- und Fremdkapitalgeber sozusagen da zu sein, also Unternehmen zu finanzieren, kleine Unternehmen zu finanzieren, die nicht die Möglichkeit haben, Anteile wegzugeben, weil sie halt nicht börsennotiert sind. Das verbietet eine bestimmte Gesetzgebung in den USA. Und so ist oder so besteht halt die Möglichkeit, dass diese BDCs quasi die Möglichkeit einer Finanzierung solchen Unternehmen geben und man nicht nur auf klassische Bankkredite angewiesen ist. Ganz grundsätzlich, diese BDCs finanzieren nicht börsennotierte Gesellschaften, haben den Hauptsitz in den USA oder müssen den Hauptsitz in den USA haben und sie dürfen halt sich mit maximal 25% ihres Vermögens an einem Unternehmen beteiligen. Das hat einfach die Bewandtnis, dass man sich sozusagen ein Stückchen weit breit aufstellt, auch ein Stückchen weit nicht zu sehr fokussiert auf ein Unternehmen. Wenn man jetzt überlegt, 25% in ein Unternehmen zu investieren, ist ja immer noch sehr, sehr viel. Deswegen versuchen diese BDCs in der Regel das auch sehr schön zu streuen, damit, falls man mal jemanden Falsches finanziert hat, der vielleicht zahlungsunfähig wird, man sozusagen selber nicht in Schieflage gerät. Zusätzlich ist noch ein weiterer Puffer eingebaut, nämlich dass man eine maximale Verschuldungsquote von 50% der Bilanzsumme diesen BDCs auch aufgetragen hat, damit man, wie gesagt, sich hier ein Stück weit nicht zu stark überhebelt mit seinen Finanzierungsgeschäften. Man kann unterscheiden einmal zwischen intern und extern gemanagten BDCs. Intern gemanagte BDCs bedeutet, die Managementleistung kommt aus dem BDC sozusagen heraus. Bei einem externen Manager entstehen logischerweise höhere Kosten. Das muss man in der Regel dann auch nochmal im Kleingedruckten sich anschauen, damit man hier nicht fälschlicherweise in einen BDC investiert, der vielleicht sehr hohe Kosten produziert. Das kann man dann in der Regel auf den jeweiligen Webseiten, wo sich diese BDCs vorstellen, einmal nachlesen. Und ansonsten das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die Erträge auf Unternehmensebene mehr oder weniger steuerfrei sind. Zusätzlich kann man noch sagen, dass das Ziel die Sanierung und Expansion von Unternehmen ist. Wichtig, es gibt ja eine Einschränkung, es geht nicht um Neugründung. Also es ist nicht so, dass sie klassische Start-up-Finanzierung betreiben, so wie man das vielleicht von Höhle der Löwen kennt, sondern es geht vielmehr darum, dass man vielleicht bestehende Unternehmen einfach einmal saniert oder aber, wenn das Geld für die Expansion fehlt, dass man halt hier sozusagen aktiv wird und da dem Ganzen mit unter die Arme hilft. Zusätzlich haben wir uns mit den, mit dem einen der bekanntesten Unternehmen auseinandergesetzt, mit Ares Capital in dem Zusammenhang. Und ich glaube, wir haben auch über Main Street Capital gesprochen, also unterschiedliche BDCs. Wie gesagt, wenn da Bedarf ist, gerne einfach nochmal bei FX Flat auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen und die letzte Aufzeichnung hier in diesem Bereich anschauen. Das soll es mit der Wiederholung zum Thema vom letzten Mal gewesen sein. Jetzt würde ich sagen, starten wir in das Content-Thema, was ich heute mitgebracht habe. Und da möchte ich mal ein bisschen weg von diesen, ich sag mal, sehr theoretischen Inhalten, sondern mehr hin zu dem, was die Dividendenstrategie ausmacht und was liegt da mehr auf der Hand, um einfach mal einfach mal an der Stelle über die Vorteile zu sprechen. Ja, es gibt sicherlich auch Nachteile. Ich möchte hier heute aber vornehmlich mal um die Vorteile oder auf die Vorteile zu sprechen kommen. Was verbinde ich vom Prinzip her mit der Dividendenstrategie? Ich persönlich
verbinde mit der Dividendenstrategie eine Möglichkeit, sich einen, ich sag mal, nahezu passiven Cashflow aufzubauen, ja, wobei man mit diesem passiven Einkommen, passiven Cashflow immer ein bisschen vorsichtig sein muss, weil was ist dann am Ende des Tages schon passiv? Ich würde sagen, wenn man das ganze Setup einmal eingerichtet hat, dann ist das Ganze schon relativ passiv. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich auch hier immer ein Stück weit monitoren, immer schauen, wie sich die einzelnen Positionen verhalten. Aber im Grunde genommen haben wir hier eine Möglichkeit, uns wirklich ein mehr oder weniger passives Einkommen aufzubauen, was für mich selber auch ein Stück weit als Altersvorsorge dienen soll. Interessant dabei, wie ich finde, bei der Dividendenstrategie, und da kommen wir jetzt gleich mal auf einen ganz besonderen Vorteil zu sprechen, ist sozusagen der unterjährige Zinseszinseffekt. Was meine ich damit? Damit meine ich dadurch, dass wir die Dividendenstrategie so einrichten können, dass wir quasi unterjährige Ausschüttungen bekommen, haben wir die Möglichkeit, diesen Cashflow auch gleich wieder anzulegen. Ja, das bedeutet, wir müssen nicht einmal pro Jahr abwarten oder alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre sozusagen abwarten, bis wir vielleicht mal einen Gewinn haben, einen Buchgewinn, den wir veräußern können, um wieder neue Geldanlage zu betreiben, sondern wir können unterjährig diesen Cashflow nutzen und um sofort wieder neue Anteile zu kaufen. Dadurch haben wir natürlich einen gewissen Zinseszinseffekt, den wir für uns arbeiten lassen können. Das ist das eine. Zweitens, abseits davon, dass wir sozusagen den Zinseszinseffekt nutzen können, haben wir auch die Möglichkeit, die Gelder, die reinkommen, zu steuern. Also wir können ja zum einen sagen, pass auf, ich bekomme zum Beispiel eine Dividende von der Coca-Cola-Aktie. Ich kaufe wiederum Anteile der Coca-Cola-Aktie mit meiner Dividende. Ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin eigentlich im Konsumgütermarkt aktuell gut aufgestellt. Ich nutze einfach den Cashflow, um zum Beispiel SAP zu kaufen, um vielleicht die Allianz zu kaufen. Also ich habe hier die Möglichkeit, eine Steuerung vorzunehmen meiner Investitionen, unterjährig. Ja, das finde ich auch einen Vorteil, der viel zu wenig eigentlich nach vorne getragen wird, weil man hier natürlich auch ein Stück weit Rebalancing betreiben kann. Ja? Rebalancing bedeutet, dass man sozusagen mit einem Startportfolio beginnt und dieses Portfolio logischerweise entwickelt sich ja unterschiedlich. Ja, es gibt Positionen, die entwickeln sich sehr gut. Es gibt aber auch Positionen, die entwickeln sich sehr schlecht. Und da muss man sich dann die Frage stellen, okay, bin ich weiterhin von diesen Positionen überzeugt? Wenn das so ist, dann kann ich ja zum Beispiel den Cashflow nutzen, um diese aktuell schlecht laufende Position auszubauen. Ja? Das heißt, ich brauche nicht hingehen und wie man das sonst beim Rebalancing kennt, sagen, okay, ich verkaufe vielleicht einen Teil meiner sehr gut laufenden Position, sondern ich lasse die gut laufende Position einfach weiterlaufen und nutze den reinkommenden Cashflow dafür, um die aktuell schlecht laufenden Positionen auszubauen, sofern es für mich auch eine gute Argumentation gibt, warum man das machen sollte. Also nicht toten Kapital, noch mehr Kapital hinterher schmeißen, sondern natürlich mit Sinn und Verstand hier vorgehen und dann entsprechend sozusagen Position weiter aufzubauen. Ja, das ist sozusagen erstmal so der Einstieg der Vorteile. Dann, was ich auch immer ganz spannend finde, Thema Sofortrente. Also sobald ich die Aktie besitze, bin ich quasi Dividenden berechtigt. Ja, je nachdem, wann die Dividende gezahlt wird, das haben wir ja auch schon mehrfach besprochen. Es gibt Quartalzahler, die zahlen 4-mal im Jahr. Es gibt Unternehmen, die zahlen 12-mal im Jahr, sogenannte Monatszahler. Es gibt Unternehmen, das werden wir nachher noch sehen, die zahlen 2-mal im Jahr. Das ist eigentlich etwas, was sehr selten ist. Das, was wir hier in unserem deutschen Radius haben, sind in der Regel jährliche Zahlungen, also 1-mal im Jahr. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn man das vergleicht mit einer klassischen Versicherung, wie wieder irgendwelche Policen greifen müssen, bevor man überhaupt Anrecht hat auf irgendwas, ist es hier so, dass sobald wir die Aktie besitzen, sind wir Dividenden berechtigt. Dann, und das ist so ein bisschen so ein psychologischer Fall, diese kontinuierlichen Dividendenzahlungen, das erlebe ich immer wieder, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, geben ein Stück weit auch Motivation. Ja, also ich habe selber auch am Anfang die Erfahrung gemacht, dass ich das eigentlich viel interessanter fand als so ein Buchgewinn, dass ich wirklich Cash sozusagen zurückbekomme und sehe, okay, das Ganze funktioniert, ja, und dann fange ich halt an, das Ganze auch weiter zu verfolgen und bleibe halt auch motiviert an der Sache dran. Das ist nur meine persönliche Meinung, das entscheidet jeder für sich selber, aber ich bin der Auffassung, dass Auszahlungen mehr motivieren als reine Buchgewinne.
Dann ein weiterer Punkt, der in dem Zusammenhang auch interessant ist, die sogenannte Dividendenwachstumsrate. Ich meine, wir hatten die letzten Male da auch schon mal das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Das bedeutet, dass wir mit unserem Cashflow, dass der sozusagen nicht gleich bleibt, sondern dass wir hier auch die Möglichkeit haben, und das ist sehr häufig so, dass dieser Cashflow jedes Jahr steigt. Ja, wenn man sich zum Beispiel mal eine Coca-Cola-Aktie, eine Starbucks-Aktie oder eine keine Ahnung, eine Procter & Gamble Aktie anschaut und einfach mal guckt, okay, wie sieht denn die Dividendenwachstumsrate aus? Da wird man feststellen, dass diese Dividendenwachstumsrate in der Regel völlig unterschiedlich steigt, aber sie steigt. Ja, es gibt Unternehmen, die da wächst die, keine Ahnung, alle jedes Jahr 5-6%. Es gibt auch Unternehmen, da wächst die jedes Jahr 20-25-30%. Ja, und das ist natürlich höchst lukrativ, weil da kann man sich natürlich dann ja mal den Zinseszins anlegen und einfach mal schauen, okay, wenn die wirklich jedes Jahr um 20-25% steigt, dann habe ich natürlich innerhalb von 3-4 Jahren meine Dividende als solches auch verdoppelt. Ja. Und wenn man das jetzt mal überlegt mit sage ich mal, so einer klassischen Gehaltserhöhung, was man da in der Regel pro Jahr sozusagen steigt, da könnte so eine Dividendenwachstumsrate durchaus als weiterer motivierender Anreiz gelten, hier auch ein Stückchen weit am Ball zu bleiben. Ja, ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Passives Einkommen, wie gesagt, ist immer eine Frage, was ist schlussendlich passiv? Kommen wir zu einem Punkt, der häufig gar nicht genannt wird, ich hier aber nennen möchte, auch wenn er vielleicht ein Stück weit unbequem ist, und das ist das sogenannte Erbe. Man muss sich ja so vorstellen, wenn man jetzt so eine klassische Versicherung hat, dann ist es ja sehr häufig so, dass die Versicherung auf einen selber abgeschlossen wird, und wenn man ja, aus irgendwelchen Gründen verunglückt, die Beiträge quasi ja, solidarisch umverteilt werden, also für die anderen Mitversicherten sozusagen bereitstellen, und eine Versicherung natürlich, wenn man mal ehrlich ist, auch ein Stück weit darauf spekuliert und das Ganze auch sehr, sehr gut kalkuliert und durchrechnet. Bei einem Aktienportfolio, was man quasi privat aufbaut oder was man auch in einer GmbH, also in einer Kapitalgesellschaft sozusagen verwaltet oder aufbaut, ist das natürlich ein bisschen anders, denn dieses Vermögen kann man natürlich auch an seine Kinder, an seine hinterbliebene Frau oder Mann vererben und hat hier dann die Möglichkeit, diesem Portfolio einfach noch mehr Zeit zum Wachsen zu geben. Weil eins ist klar, werden am Ende des Tages wenig bezahlt für Timing the Market, sondern vielmehr für Time in the Market. Und das bedeutet halt, umso länger wir uns sozusagen in diesem Kapitalmarkt bewegen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine positive Rendite erwirtschaften. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, dieses Portfolio einmal aufzusetzen, dieses Portfolio für uns arbeiten zu lassen und das über Generationen hinweg, weil es halt nach dem Ableben nicht verschwindet, sondern einfach vererbt wird und weitergegeben wird, dann kann das auch eine sehr attraktive Absicherungsmöglichkeit für zum Beispiel Hinterbliebene darstellen. Ne? Und dann ist ja nicht gesagt, dass man da nicht weiter, ich sag mal, einzahlt oder einsparen kann. Auch diese Option besteht auf jeden Fall. Also auch hier Thema Erbe ist durchaus oder besteht durchaus die Möglichkeit, die sich meines Erachtens nach hier sehr vorteilhaft gestalten lässt, wenn man über ein entsprechendes Aktienportfolio verfügt. Ja, wir sind hier bei einem, wie ich finde, sehr guten Broker bei FXFlat. Dementsprechend möchte ich auch noch ein, zwei Worte zu dem Thema Brokerwahl verlieren. Es gibt so ein paar Punkte, wo man einfach mal drauf schauen sollte, je nachdem, bei welchem Broker man aktuell ist. Denn gerade für uns Dividendeninvestoren besteht natürlich, ich sag mal, so eine bestimmte Besonderheit, ja, unserer Transaktion. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn man jetzt so einen Heavy Trader hat oder so einen aktiven Trader hat, natürlich der macht am Tag, keine Ahnung, mehrere Transaktionen. Das bedeutet, der kauft, verkauft, kauft, verkauft. Bei uns als Investoren oder gerade als Einkommensinvestoren funktioniert das vom Prinzip her natürlich ein bisschen anders. Also wir machen auch unsere Transaktionen, in der Regel natürlich deutlich weniger. Das bedeutet, unser Broker muss halt dafür quasi das leisten können, dass wir Positionen sehr lange halten können, ohne irgendwie großartig Gebühren zahlen zu müssen. Bringt ja am Ende nichts, wenn ich einen riesigen Depotführungsgebühr habe, die quasi meine Erträge auffrisst. Also das wäre so der erste Hinweis, mal darauf schauen, wie sieht es mit der Depotführungsgebühr aus. Das ist natürlich immer wichtig. Dann Thema Orderkosten, das ist natürlich auch gerade bei FXFlat sehr attraktiv, wenn man mal Fremdwährung oder ich sag mal Fremd
oder Überseeaktien handeln möchte, wir hatten darüber gesprochen, Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi, was auch immer, ja, die kann man hier sehr schön mit US-Dollar handeln, braucht die nicht erstmal in Euro irgendwie konvertieren, sondern hat ja die Möglichkeit, das Ganze auch in der entsprechenden Währung zu kaufen, ja, und da, wie gesagt, auch zu attraktiven Preisen. Auch das ist natürlich eine Grundlage oder ein Punkt, worauf man achten sollte, wenn es hier um die Performance geht, dass entsprechend die Ordergebühren einen quasi nicht auffressen. Ansonsten Fremdwährungskonvertierungsgebühren, das bedeutet einfach, wenn wir sozusagen einen Tausch vornehmen und wir quasi unsere Fremdwährung, also zum Beispiel unsere US-Dollar-Aktien, umtauschen in unsere Euro-Bestände, dass dafür eine Gebühr anfällt, finde ich absolut vertretbar und das ist auch logisch, ist am Ende eine Transaktion. Was aber interessant dabei ist, dass wir das sozusagen selber entscheiden können. Ja, da lege ich auch immer Wert auf, dass ich sagen kann, okay, ich bestimme am Ende des Tages den Zeitpunkt, wann ich das strategisch für sinnvoll halte, meine Währungsbestände zu konvertieren in meine Euro-Bestände, weil jetzt mal rein von der, ich sag mal, strategischen Herangehensweise gibt es auch Broker, die das sofort automatisch machen. Das bedeutet, man bekommt eine US-Dollar-Dividende und die wird automatisch in Euro umgerechnet und dafür wird einem dann sozusagen direkt auch die Kosten in Rechnung gestellt. Das ist natürlich strategisch gesehen nicht so schlau, weil vielleicht ist es ja gerade meine Strategie zu sagen, ich möchte auch Fremdwährungsbestände haben. Ich möchte vielleicht auch kanadische Dollar auf dem Konto haben. Ich möchte australische Dollar haben, japanischen Yen, US-Dollar, whatever, weil ich einfach sage, okay, ich möchte mich auch währungstechnisch diversifizieren. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass ich sage, okay, ich habe nur verschiedene Aktien, sondern ich möchte auch die Währungen halten auf meinem Konto, dann hat man hier auf jeden Fall die Möglichkeit und man kann dann hier wiederum auch sagen, wenn ich genug kanadische Dollar besitze, dass ich auch direkt wieder eine Aktie im kanadischen Dollar kaufe und nicht wieder den Umweg gehen muss, sozusagen erst meine Euros in kanadische Dollar zu tauschen, um dann die Aktie entsprechend in der Heimatwährung zu kaufen. Also das sind alles so strategische Sachen, die ich finde aber durchaus ja, relevant sind und worauf man auf jeden Fall ja auch ein Stück weit achten sollte bei der Brokerauswahl. Und zu guter Letzt natürlich die Dividendengutschriftsgebühr. Auch da immer mal schauen, wie das dann schlussendlich aussieht, weil ich sag mal, wenn man pro Monat, keine Ahnung, 10, 20 Dividenden gutgeschrieben bekommt und man muss jedes Mal dafür eine Transaktionsgebühr zahlen, kann das natürlich ein Stück weit auch extrem die Performance zerstören. So, das mal zum Thema Brokerwahl, Brokerauswahl. Vielleicht kommen da hinten raus auch noch ein paar Fragen. Wie gesagt, schauen wir mal. So, dann eine berechtigte Frage, ja, für wen ist die Dividendenstrategie als solches überhaupt geeignet? Ja, jetzt sind ja wahrscheinlich, ich sehe gerade, wir sind ja mittlerweile ja, eine ganze Menge an Teilnehmern und da stellt sich natürlich die Frage, wir alle haben eine individuelle finanzielle Situation, wir alle haben eine individuelle, ich sag mal, Planung für die Zukunft, ja, jeder hat seinen eigenen beruflichen Werdegang, hat seinen eigenen Status quo, verheiratet, nicht verheiratet, Kind, kein Kind, kurz vor der Rente, Berufseinsteiger, alles Mögliche ist sicherlich irgendwie auch mit dabei. Und deswegen ist die Frage sehr schwer zu beantworten, ja, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen. Also es ist sehr schwer zu beantworten, ja, für dich ist das was, für dich ist das nichts, für dich ist das was, für dich ist das nichts. Trotzdem möchte ich hier an der Stelle einfach mal so ein bisschen meine Gedanken mit euch teilen, was ich darüber denke, für wen das vielleicht eher Sinn macht, für wen das vielleicht weniger Sinn macht und dann schlussendlich auch ein bisschen was dazu erzählen, wie ich das Ganze handhabe. Ich denke, das ist ja vielleicht auch nochmal ganz spannend. Also ich habe das Ganze einfach mal hier mit verschiedenen Fotos, sage ich mal, habe ich mal versucht, das Ganze irgendwie darzustellen. Das soll jetzt hier die Kategorie sein, ja, Richtung Rente, vielleicht auch schon in Rente, also kurz vor der Rente oder Richtung Rente. Da ist erstmal so der Ansatz, dass ich ganz grundsätzlich, gerade wenn man fortgeschrittenes Alter sich befindet, dass man auf jeden Fall seine Strategie bezogen auf das Risiko anpassen sollte. Also das ist erstmal das Erste, was mir auch sehr wichtig ist. Ja? Also Thema Risikotoleranz, weil man muss sich halt einfach überlegen, wenn man ein bisschen älter ist, dann ist es, oder mit dem Alter vielmehr, formulieren wir es so, mit dem Alter wird es immer schwieriger, Verluste auszugleichen, ja, weil einfach man weniger Zeit hat. Bedeutet, wenn ich vielleicht mit 20, 25, 30, 35 mein komplettes Portfolio verliere, dann habe ich immer noch
eine realistische Chance, trotzdem wieder mir ein sehr ansehnliches Portfolio aufzubauen. Ja, auch mit 40 habe ich das noch. Ja, wenn ich aber 65 bin, ja, und ich vielleicht in 3 Jahren oder so irgendwie auf das Geld angewiesen bin, dann fehlt mir einfach die Zeit, den Zinseszins, die Sparraten etc. pp. Für mich arbeiten zu lassen, um wieder auf einen nennenswerten Betrag zu kommen. Das heißt, hier einmal ganz grundsätzlich der Hinweis, wenn man, sage ich mal, ja, schon kurz vor der Rente steht oder sich in Rente befindet, achtet wirklich darauf, wie ihr investiert und geht lieber ein bisschen runter vom Gas und geht das Ganze ein bisschen konservativer an. So. Für diese Kategorie ist die Dividendenstrategie meiner Meinung nach besonders gut geeignet. Ja, ist einfach besonders gut geeignet, weil hier sehr oft, sehr häufig, ich erinnere an das allererste Webinar mit FX Flat, eine Versorgungslücke vorliegt. Ja? Sogenannte Rentenlücke, wir haben darüber gesprochen. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, mit einer Dividendenstrategie diese Versorgungslücke auszugleichen. Ganz einfach. Ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe vielleicht so ein großes Portfolio, dass ich mich komplett über diese Dividendenstrategie finanziell versorgen kann. Also das würde ich sagen, eignet sich hier entsprechend besonders gut. Dann andere Kategorie, da war ich ein bisschen zu flott, hier jetzt, sage ich mal, vielleicht gerade aus der Pubertät raus in den Ausbildungsberuf oder absoluter Berufsanfänger, vielleicht auch Student, ja, vielleicht noch ja, irgendwo so Student, kurz vor dem Berufseinstieg oder auch schon Berufseinsteiger. Bedeutet, sagen wir mal, irgendwie so die Kategorie, keine Ahnung, 20 bis, sagen wir mal, Ende 20, irgendwie so in diesem Bereich. Meiner Meinung nach eher eine Kategorie, wo ich vielleicht, ja, und da muss man jetzt die Einschränkung machen, wenn ich ein kleines Portfolio habe, ja, also kein nennenswert großes Portfolio habe, würde ich tendenziell weniger auf die Dividendenstrategie setzen. Das hat einfach den Grund, dass die Dividendenstrategie schlussendlich auch ja, ein Stück weit gerade in der Einrichtung Zeit benötigt, ja, und die Erträge gerade am Anfang relativ klein sind und ich der Meinung bin, dadurch, dass ich durch den Cashflow auch steuerpflichtig bin, es sich aus meiner Sicht wenig lohnt, sondern man hier besser fahren kann, indem man vielleicht Wachstumswerte investiert, Sparpläne über ETFs mit in Angriff nimmt, um sich hier erstmal sozusagen passiv eine entsprechende Portfoliogröße aufzubauen. Ja. Das ist natürlich auch wieder höchst individuell. Ja. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, aber ich finde das super interessant und das motiviert mich, wenn ich Einzahlungen bekomme, egal wie groß die sind. Na dann super, ja, kann man das machen. Ich spreche, wie gesagt, so aus meiner Sicht, dass ich sage, okay, ich würde hier schon eine gewisse Portfoliogröße einfach voraussetzen, dass ich selber auch sagen würde, okay, das macht mir auch Spaß, wenn da ein Stück weit auch am Ende des Tages was bei rumkommt. Aber wie gesagt, auch hier ist das natürlich höchst individuell. Ich würde sagen, diese Kategorie kann mit anderen Anlagestrategien meiner Meinung nach effizienter arbeiten. Vielleicht kommt auch einfach der Betriebswirt in mir durch, der sagt, okay, ein Aufwand nutzen muss irgendwie in einem gesunden Maß sitzen sein. Dann sage ich mal so mittleres Alter, irgendwie so 30 bis 40 bis 45. Dieser Bereich kann durchaus mit einer Dividendenstrategie schon sehr gut arbeiten, wenn auch das Portfolio vielleicht schon eine entsprechende Größe hat. In diese Kategorie falle ich selber ja auch rein. Ich persönlich nutze, die mich verfolgen auf meinem YouTube-Kanal, wissen, dass ich so einen großen Teil Dividendenstrategie nutze, aber sicherlich auch einen großen Teil einfach auf Wachstumswerte gehe, entsprechende ETF-Lösungen, systematische Handelsstrategien verfolge, die ich auch immer mal wieder ja, Live-Auszüge auf dem Kanal veröffentliche. Ich persönlich fahre selber so ein bisschen eine Mischstrategie, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass man ansonsten teilweise auch rein von der Performance her ein bisschen was liegen lässt und wie gesagt, man halt immer noch die Möglichkeit hat, sich stückchenweise umzustellen auf eine reine ausschüttungsorientierte Strategie im Alter. Ja, so würde ich das sozusagen beschreiben. Und dann hier, sage ich mal, für die ganz Kleinen, ja, wenn man sagt, okay, ich habe vielleicht Nachwuchs bekommen oder meine Kids sind relativ jung, ich möchte einfach was zur Seite legen, später, dass sie was haben für die Ausbildung oder vielleicht fürs Studium, würde ich persönlich von einer Dividendenstrategie absehen, würde ich auf jeden Fall eine thesaurierende Strategie nutzen, ja, wie gesagt, irgendwie eine ETF-Lösung, ist aber, wie gesagt, nur meine Meinung. So, das erstmal so, für wen es geeignet ist. Also ich würde sagen, hier auf jeden Fall sehr gut geeignet, hier auch geeignet, hier würde ich sagen, mit Einschränkung geeignet, ja, sagen wir mal hier so mit Einschränkung, hier würde ich sagen, gar nicht geeignet und hier so eher auch nicht geeignet. Also ich würde sagen, die unteren beiden eher weniger, die oberen beiden sehr, sehr
gut geeignet. So würde ich das prinzipiell einschätzen. Aber wie gesagt, auch davon nicht zu sehr jetzt abschrecken lassen, sondern einfach das Ganze mal ausprobieren. Wenn es einen ungemein motiviert, dann macht es natürlich Sinn, hier am Ball zu bleiben. So, wenn wir das geklärt haben, für wen das vom Prinzip her interessant ist, müssen wir uns natürlich auch mal die Frage stellen, okay, für welche oder welche Branchen fallen denn dann für uns hier schlussendlich ins Gewicht? Ja, so also um welche Branchen gilt es sich dann zu kümmern? Es gibt sicherlich Branchen, die sind besser geeignet und es gibt sicherlich Branchen, die sind weniger gut geeignet. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, das hier so als Frage mal aufgeben kann, da kann man ja mal ein, zwei Sekunden drüber nachdenken. Ja, was müssen solche Unternehmen oder solche Branchen grundsätzlich mitbringen? Na gut, sie müssen halt in der Lage sein, ja, logisch, Dividende zu zahlen. So, das ist erstmal so der grundlegende Punkt, den man hier reinschmeißen kann. Also man muss ein Unternehmen haben oder ein Unternehmen muss in der Lage sein, die Dividende schlussendlich auch über einen langen Zeitraum zu zahlen. Ja, weil es bringt ja nichts, wenn wir uns eine Aktie ins Portfolio legen, die zahlt einmal Dividende und danach war es das, dann sind wir ja auch nicht wirklich damit glücklich. Dementsprechend müssen es Branchen sein, die vielleicht, und da wird es interessant, weniger Reinvestitionsbedarf haben als andere Branchen. Ja? Und welche Branchen sind da in dem Bereich geeignet? Jetzt nicht erschrecken lassen hier für die Leute, die davon nichts halten. Ich selber bin auch Nichtraucher. Nichtsdestotrotz habe ich Aktien in meinem Portfolio aus der Tabakindustrie. Ethisch und moralisch muss das jeder für sich selber entscheiden. Es ist aber einfach eine Branche, die wenig Innovationsbedarf hat. Ja, wenn ich jetzt mal so in mich gehe, was hat sich an der Tabakindustrie großartig verändert? Also es gab mal diese Welle mit den Wasserpfeifen, also mit den Shishas. Das kam, glaube ich, dann irgendwann mal neu dazu. Dann eine Zeit, das mit diesen Verdampfern oder Dampfern, was ich bis heute nicht so ganz verstanden habe, wie das funktioniert. Da ist ja irgendwie so ein Liquid drin, was dann, keine Ahnung, verdampft, verraucht. Ich habe keine Ahnung. Aber schlussendlich ist das Prinzip ja immer gleich. Also es wird irgendein Inhaltsstoff inhaliert, der erzeugt halt Rauch, Dampf, was auch immer. Und man pustet das aus. Das heißt, das Ganze ist ja jetzt nicht auf einmal komplett neu gedacht worden. Und das führt natürlich am Ende dazu, dass gerade der klassische Tabak halt seit, keine Ahnung, Hunderten, ich weiß nicht, wie viele Jahren es Leute rauchen und Tabak konsumieren, da sich grundsätzlich nicht viel getan hat. Dementsprechend ist natürlich auch der Innovationsgrad hier deutlich niedrig und ich sage mal vorsichtig überschaubar. Dementsprechend hat diese Industrie auch viele Möglichkeiten, überschüssige Gelder an die Aktionäre und Anteilseigner auszuschütten, anstatt sie ins Unternehmen zu reinvestieren. Gleiches gilt für die Konsumgüterindustrie, ja, Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, weil einfach diese Unternehmen ja auch sehr gut planen können, ja, also man hat ja seine Absatzzahlen, ich würde mal behaupten, Coca-Cola hat gefühlt die komplette Welt erschlossen, also in jedem Land, in dem ich war und ich war schon in ein paar Ländern, gab es Coca-Cola, ich glaube jetzt nicht, dass sofern sie jetzt nicht irgendwie in einen anderen Planeten irgendwie erschließen und da noch was verkaufen. Glaube ich, können Sie da jetzt auch nicht so viel mehr absetzen. Dementsprechend sind die Zahlen sehr valide. Sie können es gut planen. Sie haben die Schwankungen, Saisonalität mit drin. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Leute halt entsprechend ja das Ganze regelmäßig konsumieren. Menschen müssen trinken, essen, sich vielleicht auch rasieren. Toilettenpapier war ja auch ein großes Thema in der letzten Zeit. Das sind halt alles Sachen, die werden, egal ob wir eine Krise haben oder keine Krise haben, Menschen müssen essen, Menschen müssen trinken. Dementsprechend sind das auch halt, sage ich mal, Produkte, die jetzt nicht so wirklich viel Innovation benötigen. Dann eine Branche, die sehr viel, ich sage mal, in Verruf gekommen ist, so die Ölindustrie, ne? Exxon, Chevron, Shell, alles, was so in diesem Bereich zu tun hat, muss man sich selber die Frage stellen, ob man hier investieren möchte. Ich möchte jetzt so auch noch gerne noch die Telekommunikationsbranche ergänzen, sowas wie AT&T aus den USA, also alles, was so ja über die Versorgungsbereiche der Telekommunikation zu tun hat, ist auch etwas, was vielleicht jetzt nicht allzu viel Innovationsbedarf mit sich bringt. Ansonsten eine Branche, von der man dann, wenn man denn eine, ich sag mal, saftige Dividende haben möchte, vielleicht sich ein Stück weit zurückzieht, ist die Technologiebranche. Warum? Ich denke, es liegt auf der Hand. Apple muss jedes Jahr oder muss alle zwei, drei Jahre irgendwie neues iPhone entwickeln. Samsung muss auch irgendwie da immer neues Galaxy, keine Ahnung, XY entwickeln. Und das bedarf einfach Ressourcen, das braucht Kapital. Die Entwicklung, die F&E-Abteilung, Forschung, Entwicklungsabteilung muss bezahlt werden, damit man hier einfach weiterhin konkurrenzfähig ist und immer, ja,
neues Produkt hat, was man den Kunden quasi offerieren kann. Dementsprechend wird logischerweise weniger an die Aktionäre weitergeleitet, ausgeschüttet. So, das erstmal so dazu, welche Branchen sind in diesem Zusammenhang attraktiv oder können in diesem Zusammenhang attraktiv sein. Kommen wir mal dazu, ganz grob, und das können wir nächstes Mal, sofern Interesse beschert, gern auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen, vielleicht auch noch mal Richtung Screening-Kriterien gehen, die man hier noch mal nehmen kann zur Auswahl. Einfach mal ganz grob betrachtet, welche Kriterien kann man sich hier mal anschauen und in Betracht ziehen, wenn es jetzt darum geht, okay, ich suche mir mal ein paar Kandidaten zusammen und werde die mal analysieren und schauen, inwiefern das Sinn macht für mich, inwiefern ich hier Lust habe zu investieren. Da wäre einmal die Möglichkeit zu schauen, logischerweise Dividenden, Rendite. Ich habe ja so ab 3,5% geschrieben. Vielleicht macht man auch ab 4%. Das ist halt, wie gesagt, am Ende des Tages Geschmackssache. Viel, viel unter diese 3,5 würde ich nicht gehen. Aber auch hier der Disclaimer, das hängt immer davon ab, wo ich stehe. Und man muss das Ganze in Relation sehen zu den anderen Kennzahlen, die es so gibt. Da seht ihr auch schon, das Ganze ist nicht ganz einseitig von der Betrachtungsweise her, weil ich sag mal, wenn ich eine Dividendenrendite habe, die zum Beispiel nur bei 2% ist, ich habe eine Dividendenwachstumsrate von 30% habe, dann würde mich das überhaupt nicht stören, dass ich aktuell nur 2% bekomme, weil ich ja weiß, die Dividende verdoppelt sich gefühlt alle 3 bis 4 Jahre. Ja, also hier muss man das immer so ein bisschen in Relation zu diesen anderen Kennzahlen betrachten, aber ich sag mal so ganz grundsätzlich 3,5%, weil wir müssen ja auch die Inflation im Auge haben, wäre erstmal so der erste Anhaltspunkt. Dann habe ich aufgeschrieben, endogene Finanzierbarkeit der Ausschüttung. Was meine ich damit? Damit meine ich nichts anderes, als dass die Ausschüttung, also das, was da drüber steht, die Dividendenrendite, sich das Unternehmen auch leisten kann. Ja, es ist natürlich problematisch, wenn die Dividende per se aus der Substanz gezahlt wird. Bedeutet, wenn ich 100 oder, keine Ahnung, 110% Ausschüttungsquote habe auf den eigentlichen Gewinn, dann lebt das Unternehmen über seine Verhältnisse. Hier auch wieder der kleine Disclaimer. Temporär kann das passieren. Temporär ist es auch in Ordnung. Gerade wenn irgendwie Umstrukturierungsmaßnahmen im Hause anstehen oder sich irgendwas verändert hat. Aber langfristig sollte man natürlich diese Dividende, die man ausschüttet, sich entsprechend auch leisten können, weil sonst hat das Unternehmen irgendwann ein Problem oder aber die Dividende wird einfach gekürzt oder aber gar gestrichen. Ausschüttungsintervall, und da kommen wir wieder zurück auf das, was wir am Anfang besprochen hatten. Möchte ich ja unterjährig reinvestieren, möchte ich vielleicht unterjährig den Cashflow nutzen, um ein Rebalancing zu betreiben, dann sollte ich darauf achten, dass das Ausschüttungsintervall logischerweise am besten unterjährig ist, vielleicht sogar quartalsweise, vielleicht sogar monatlich. Ist das vielleicht sekundär, dann kann ich auch auf zum Beispiel deutsche Werte zurückgreifen, die vielleicht nur einmal im Jahr ausschütten. Ansonsten natürlich Verschuldungsgrad beachten bedeutet, ne, immer schauen, okay, wie stark verschuldet ist das Unternehmen, können die sich das entsprechend noch leisten? Das geht eigentlich so ein bisschen einher mit der endogenen Finanzierbarkeit, ist halt auch nochmal eine Kennzahl, die man sich anschauen kann. Und ansonsten natürlich Transaktionskosten und Liquidität beachten, bedeutet für sich selber einmal einen Check zu machen, was kostet es aktuell bei meinem Broker, wenn ich eine Aktie kaufe und darüber hinaus auch zu schauen, wenn ich jetzt vielleicht exotischere Aktien nehme, dann einfach auch mal zu schauen, okay, wie liquide ist die Aktie, auf jeden Fall mit Limit Orders agieren, nicht Market irgendwie in den Markt reinspringen und dann einen sehr großen Spread sich einzufangen. Das sind einfach auch nochmal Punkte, die man hier an der Stelle berücksichtigen bzw. nennen sollte. Wie gesagt, wir können, sofern Interesse besteht, das Ganze beim nächsten Mal gern auch nochmal ein Stückchen ausführlicher machen und hier ein bisschen mehr in die Richtung Screening reingehen. Dann kommen wir jetzt langsam aber sicher zu den Werten und da muss ich ein Stück weit ausführen, bevor wir uns den ersten Wert anschauen. Jeden Monat Dividende, das ist quasi eine Reihe auf meinem YouTube-Kanal. Was habe ich da gemacht? Ich habe mir ein Börsenmagazin sozusagen angeschaut und da wurde ein Depot vorgestellt, was, wenn man das so nachbaut, quasi jeden Monat eine Dividende gezahlt bekommt. Also das bedeutet nicht, die Werte, die ich jetzt vorstelle oder die Werte, die ich in dieser Serie vorgestellt habe, zahlen jeden Monat Dividende, sondern sie haben das sozusagen so gedreht, dass man
Der eine zahlt im Januar, der nächste zahlt im März, wieder anderer zahlt im Februar. Und so kam man dann über diese 12 verschiedenen Werte auf eine mindestens eine Dividendenzahlung pro Monat. In der Regel war es so, dass man eine Vielzahl an Dividendenzahlungen schlussendlich hatte. Aber hier, wie gesagt, auch nochmal der Hinweis, woher sich sozusagen dieser Name ableitet. Und die erste Aktie, die ich mitgebracht habe, zahlt im Dezember die Dividende. Die möchte ich hier heute mal vorstellen. Für mich persönlich ein eher exotisches Unternehmen. Ich muss auch sagen, ich kannte das nicht, bin auch an der Stelle nicht investiert, fand es aber interessant. Warum? Einmal, na gut, liegt vielleicht auf der Hand, 7,2% Dividendenrendite spricht für sich. Und was ich auch interessant fand, es ist ein spanisches Unternehmen, das zweimal im Jahr Dividende zahlt. Ich persönlich bin eher ein Freund davon, wenn möglichst oft Dividende gezahlt wird, aber ich fand es einfach interessant, weil zweimal im Jahr sieht man halt nicht so häufig. Verzeiht mir, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich sage jetzt einfach mal Repsol. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich kann leider kein Spanisch. Deswegen, ja, so schreibt man das auf jeden Fall. Und das ist ein spanischer Energieriese, der, wie gesagt, einmal im Dezember die Dividende zahlt und einmal im Juli. Zusätzlich, und das fand ich auch irgendwie super spannend, weil ich damit auch keine Erfahrung habe. Man hat hier die Möglichkeit zwischen zwei Sachen. Man hat einmal die Möglichkeit auszuwählen, okay, ich möchte die Dividende des Energieriesen in Cash bekommen oder ich möchte die Dividende in Gratisaktien bekommen. Wie das jetzt funktioniert, wenn quasi die Ausschüttung nicht komplett eine Aktie umfassen würde und ich da irgendwie so Bruchstücke rausbekommen würde, keine Ahnung, wie das funktioniert. Müsste man sich dann im Detail mal anschauen. Finde ich aber irgendwie eine spannende Überlegung. Es gibt ja auch so teilweise auch Unternehmen, wo man, ich hätte jetzt fast gesagt, Gegenstände bekommt, Sachdividenden, so das Wort gefehlt, Sachdividenden bekommt, keine Ahnung, ein Pyjama irgendwie, wenn die Firma Pyjama herstellt oder ich weiß es nicht, auf der Hauptversammlung halt irgendwie entsprechend dann was zu essen bekommen, was das Unternehmen herstellt. Sowas gibt es ja auch. An diesem Fall hat man die Möglichkeit zwischen einer Cash- und einer Gratis-Dividende, was ich durchaus irgendwie charmant fand. Man muss dazu sagen, dadurch, dass es sich hier in einem Energieunternehmen handelt, ist schlussendlich auch aufgrund des starken Ölpreises Verfalls die Dividende um 40% gestrichen worden. Kann man sich mal vorstellen, wie hoch die Dividende mal war, weil das Unternehmen halt ja sehr stark hat federn lassen müssen an der Börse. Nichtsdestotrotz haben sie hier ein Stück weit auch die Zeichen der Zeit erkannt und setzen jetzt verstärkt auf erneuerbare Energien und möchten dieses und den Umsatz, der dadurch entsteht, in den nächsten 10 Jahren verfünffachen. Also die Ambitionen sind groß, genauso wie sie das Ziel aufgestellt haben. Das finde ich auch entsprechend interessant, dass sie bis 2050 die CO2-Emissionen auf null senken wollen. Aktuelle Marktkapitalisierung 13,1 Milliarden Euro. Und dann kommen wir jetzt mal hier zu dem Unternehmen. Fairerweise muss man hier natürlich sagen, und das ist euch sicherlich auch nicht abhanden gekommen, wir haben hier eine leichte Abwärtstendenz, gerade hier in diesem jüngsten Einbruch, den wir hier gesehen haben. Und das sieht man tendenziell sehr selten, wenn man sich das hier mal anschaut. Wir haben hier ein Tief, was dann sozusagen nochmal unterschritten worden ist bei der zweiten Abwärtsbewegung. In der Regel ist es bei vielen Unternehmen sonst so gewesen, dass wir kein zweites Tief mehr gesehen haben, sondern in der Regel dann das Ganze wie eine V-Umkehr nach oben durchgelaufen ist. Ja, aber das ist hier an der Stelle auch nochmal zu bemerken, strotzt jetzt nicht wirklich vor Stärke oder vor Kraft. Wie gesagt, wir haben hier das Tief oder diese beiden Tiefs sozusagen wieder zurückerobert, hier auch sehr, sehr prominent, sehr kräftig, aber es bleibt wirklich abzuwarten, wie sich das Ganze jetzt etabliert. Wenn wir hier in diesem Bereich nochmal eine Korrektur sehen und dann im zweiten Anlauf sozusagen hier ein neues Hoch machen, dann wäre ich auch eher bullisch eingestellt. Sofern wir uns aber hier kein neues Hoch machen nach einer Korrektur, ja, läuft sich auf jeden Fall oder hat man auf jeden Fall die Gefahr, dass wir zunehmend weitere Tiefs haben und dann ist halt die Frage, ob man hier tatsächlich langfristig investiert sein möchte. Wie gesagt, aktuell, der Chartverlauf sieht ganz attraktiv aus und die Dividende spricht schlussendlich natürlich auch für sich. Aber wie gesagt, das ist natürlich die Risiken, die man hier an der Stelle ein Stück weit abwägen muss. Dann habe ich ein Unternehmen mitgebracht, was ich schon vorgestellt hatte in der Serie, was im Februar sozusagen Dividende zahlt. Das ist Procter & Gamble, das ist ein Quartalzahler, also der zahlt nicht nur im Februar, sondern wie gesagt, halt alle
3 Monate, insgesamt halt 4-mal im Jahr. Procter & Gamble ist genau das, was wir vorhin kurz hatten, so ein Konsumgüterproduzent, die, ja, zu denen gehören unterschiedliche Marken, sei es zum Beispiel Pampers, Lenore, Always, Gillette, also alles so Marken, denen, die man sicherlich auch irgendwie kennt, sei es Zahnpasta, ja, Waschmittel, ja, entsprechend halt Windeln, also alles, was man so im täglichen Bedarf halt hat als Familie und entsprechend verbraucht. Logischerweise zählt man das zu der Konsumgüterbranche und ist relativ krisenunanfällig, sage ich mal, jetzt intern gemachte Krisen innerhalb des Konzerns mal außen vor gelassen, aber ich sage mal so ganz grundsätzlich, wie ich ja gesagt hatte, egal wo man sich jetzt mit der Wirtschaft befindet, sind das eigentlich alles Marken und Produkte, die man immer mal benötigt. Der Gewinn, ja, also der aktuelle Gewinn liegt bei 14,5 Milliarden Dollar. Der ist dementsprechend auch nochmal sehr ordentlich gestiegen. Und was man hier an der Stelle sagen kann, was ich super spannend finde, ist für die, die sagen, okay, ich möchte wirklich Sicherheit haben. Wir haben hier eine Dividende, die seit 1972 gesteigert wird. Das heißt, aktuell befindet man sich in dem Status Aristokrat. Was bedeutet das? In Amerika ist es so, dass diese Unternehmen gewichtet oder sozusagen gerankt werden. Bedeutet, wenn eine Firma quasi mehr als 25 Jahre die Dividende gezahlt und gesteigert hat, wichtig gesteigert hat, gilt man als Aristokrat. Und wenn man das mehr als 50 Jahre gemacht hat, dann gilt man quasi als König. Das heißt, auch hier kann man dann schlussendlich nicht die Riesendividende erwarten. Die liegt aktuell bei 2,4%, aber dafür halt eine relativ große Historie, eine große Sicherheit und zusätzlich auch noch einen Quartalzahler, wie ich gerade schon gesagt habe, bei einer Marktkapitalisierung von knapp 3 Milliarden Euro, also 281,1 Milliarden Euro. Wir haben hier, wie gesagt, aktuell einen Quartalszahler vorliegen und wir haben hier ein Dividendenwachstum sozusagen von knapp 4, ja, so irgendwas zwischen 4 und 5%, was ich ja immer noch relativ interessant finde, wobei man halt sagen muss, dass die Dividende beim aktuellen Bewertungsniveau von diesen 2,4% jetzt nicht allzu üppig ist. Man muss auch hier sich einmal den Chart anschauen, gerade wenn man, sage ich mal, die Gunst der Stunde genutzt hat und hier in diesen Rücksetzern die Möglichkeit hatte, Procter & Gamble sich ins Depot zu legen, dann konnte man hier deutlich bessere Dividendenrenditen sich sichern. Aktuell, wie gesagt, wieder auf Höchststand. Und ja, das sieht aktuell auch so aus, als wenn das jetzt nicht wirklich dramatisch zurückgeht. Ich glaube, aktuell befinden wir uns in einer kleinen Korrektur. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ich habe hier zur Vollständigkeit halber auch nochmal den Chart von Seasonax mitgebracht. Das heißt hier die saisonale Auflistung des Ganzen. Was man hier, wie ich finde, sehr schön sehen kann, ist, dass man gerade so im Ende bis Mitte Juni, Anfang Juli sozusagen, den mehr oder weniger Tiefpunkt hat, der dann quasi bis Ende des Jahres ja eigentlich nur eine Richtung kennt, nämlich das Steigen. Das bedeutet, dass da in diesem Bereich auch die Möglichkeit besteht, lukrative Neupositionen zu eröffnen, sofern man hier noch nicht investiert ist oder aber quasi die Idee hat, Position nachzulegen in seinem Portfolio, ist das natürlich an der Stelle auch durchaus möglich und könnte man hier ein Stück weit mit einem Timing arbeiten. Aktuell sind wir ja hier im Ende April. Hier sieht man auch saisonal, dass man hier eine kleine Korrektur zu erwarten hat. Vielleicht ist das auch das, was wir gerade in den Märkten sehen, im Aktienchart sehen, um dann hier im Hochsommer quasi dann das Tief zu finden, um dann hier anzusteigen. Wäre mal interessant, warum das so ist. Also das ist ja auch immer eine Frage, die man sich auf jeden Fall stellen kann und die man sich auch stellen sollte. Warum sind diese Saisonalitäten so, wie sie sind? Also steckt da ein fundamentaler Grund hinter oder ist das reiner Zufall? Ja. Und wenn man hier eine logische Erklärung bekommt, dann kann man sich halt die Frage stellen, ob das Ganze vielleicht auch zukünftig zu erwarten ist oder halt nicht. Ich habe hier mal einen Zeitraum rausgesucht entsprechend
Und zwar ist es einmal hier der 27. Juni bis ungefähr 16. Dezember. Das ist so ein Zeitpunkt, der sehr lukrativ für Procter und Gamble zu sein scheint. Wie gesagt, nicht verunsichern lassen, wenn das hier mal ein, zwei Tage abweicht. Dann kann das damit zu tun hängen, dass halt, wie gesagt, ein Feiertag oder ein Wochenende dazwischen ist und dementsprechend das dann auf den nächsten Handelstag fällt. Was können wir hier sehen? Wir sehen hier bei dieser kleinen Auswertung, wie gesagt, so eine Mini-Auswertung über 10 Jahre hinweg, eine sehr gute Trefferquote. Insgesamt kann man sagen, dass das hier alles so Plus-Minus-Null-Geschichten sind. Hier haben wir vielleicht einen kleinen Win und diese hier machen dann sozusagen am Ende die Performance. Ich finde die Verteilung sehr interessant und spricht auf jeden Fall für sich. Man hat hier die Möglichkeit, eine durchschnittliche Performance von ungefähr 11,5% zu machen. Bei einem maximalen Loss sozusagen von 5% und einem maximalen Profit von 21%. Wie gesagt, ist logischerweise nicht statistisch repräsentativ, weil wir halt nur 10 Einzelereignisse haben. Aber es gibt schon mal eine Richtung vor, wo man sagen kann, okay, in diesem Zeitfenster könnte man Procter & Gamble mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Das soll es an der Stelle von meinem Content und dem, was ich hier heute für euch mitgebracht habe, gewesen sein. Wenn ihr, wie gesagt, im Nachgang euch die Präsentation anschaut oder so noch Fragen habt, dann schreibt das gerne auch in die Kommentare bei FX Flat. Da schaue ich natürlich auch mal vorbei. Und wenn ich da was finde, dann versuche ich das auf jeden Fall auch entsprechend zu beantworten. Wenn da Fragen dabei sind, die vielleicht auch interessant sind für alle anderen, dann werde ich die auch für das nächste Webinar gerne mit aufnehmen und dann hier natürlich auch versuchen zu beantworten. Ansonsten würde ich jetzt mir mal die Zeit nehmen und euch die Fragen anschauen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne reinschreiben. Dann würde ich das entsprechend jetzt auch noch gern beantworten wollen. Also nicht wundern, wenn ich jetzt erstmal verstumme. Ich warte sozusagen auf eure Fragen und trinke mal in der Zwischenzeit einen kleinen Schluck. So, bis jetzt keine Fragen zu sehen. Ja, also wie gesagt, wenn keine Fragen sind, dass alles soweit klar war, dann würde ich fast sagen, brauchen wir das auch nicht weiter in die Länge zu ziehen. Ich sehe auch gerade hier aus dem Büro, es ist noch schönes Wetter draußen. Dementsprechend macht das ja auch Sinn, hier an der Stelle dann vielleicht den Feierabend einzuläuten. Ja, von meiner Seite möchte ich mich dann auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass ihr mit dabei wart, egal ob live oder euch jetzt am Ende die Aufzeichnung anschaut. Vielen Dank für eure Zeit. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, es war Mehrwert für euch mit dabei. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt mir gerne. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle hier mit lieben Grüßen aus dem Herzen von Braunschweig. Wünsche euch allen einen schönen Feierabend. Bleibt gesund und dann hören wir uns ja sicherlich bald wieder. Super, vielen, vielen Dank, Julian. War definitiv ein Mehrwert und falls Fragen im Nachgang auftauchen, können Sie das natürlich auch an uns weiterleiten und beziehungsweise schicken und wir leiten es dann weiter. Überhaupt kein gerne. Problem. Gerne, gerne. Ansonsten wünsche ich dir natürlich auch noch einen schönen Abend und allen Teilnehmern einen schönen Abend. Vielen Dank für die Teilnahme und viel Erfolg diese Woche weiterhin. Würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder hier mit Julian und mit mir dann live dabei sind. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Danke, ciao.